Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute erkläre ich euch die Radiocarbon-Methode, auch bekannt als C14-Methode. Mit diesem Verfahren ist es möglich, das Alter von kohlenstoffhaltigen organischen Stoffen wie Knochen zu bestimmen. Berühmte Beispiele sind die Altersbestimmung von ägyptischen Mumien oder dem Ötzi, einer Gletschermumie, die 1991 in den Ötztaler Alpen in Südtirol gefunden wurde. Die C14-Methode wurde von Willard Frank Libby entwickelt, für die er 1960 den Nobelpreis in Chemie erhielt. Erforschen wir nun gemeinsam die Grundlagen dieser Methode. Unser Planet wird ununterbrochen von kosmischer Strahlung getroffen. Die kosmische Strahlung ist eine hochenergetische Teilchenstrahlung, die von der Sonne, der Milchstraße und fernen Galaxien kommt. Sie besteht vorwiegend aus Protonen, das sind positiv geladene Teilchen. Auf die äußere Erdatmosphäre treffen etwa 1000 Teilchen pro Quadratmeter und Sekunde. Durch Wechselwirkung oder Spaltation mit Gasmolekülen entstehen eine große Anzahl von sogenannten Sekundärteilchen. Diese Sekundärstrahlung besteht zum Großteil aus neutralen Teilchen, den Neutronen. Die Sekundärstrahlung wurde 1912 von Viktor Franz Hess mit Hilfe von Ballonfahrten in der Erdatmosphäre entdeckt. Da der Ursprung der Strahlung unklar war, wurde sie lange Zeit als Höhenstrahlung bezeichnet. Die kosmische Strahlung ist wichtig für die Erforschung von Elementarteilchen. Hess erhielt für seine Entdeckung 1936 den Physiknobelpreis. Die Erdatmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, zu 21% aus Sauerstoff und zu 0,9% aus dem Edelgas Argon. Die restlichen 0,1% sind Spurengase. Schauen wir uns ein Stickstoffatom mal etwas genauer an. Es besitzt 7 Protonen und 7 Neutronen. Um den Kern bewegen sich 7 negativ geladene Elektronen. Die Anzahl der Neutronen kann variieren und man spricht von Isotopen. Um den Isotopnamen zu erhalten, wird dann das Elementsymbol die Zahl der Kernteilchen angehängt. Vor uns sehen wir also das Stickstoffisotop N14, da sich 7 Protonen und 7 Neutronen im Kern befinden. Das Stickstoffisotop N15 hätte dann 8 Neutronen und so weiter. Entgegen dem Namen sieht die chemische Schreibweise vor, dass man die Kernzahl oben links an das Elementsymbol anordnet. Trifft nun ein Neutron der Sekundärstrahlung auf den Kern, dann kann ein Proton herausgeschlagen werden und der Stickstoff wird zu einem Kohlenstoffatom. Dieser Kohlenstoff ist nicht stabil, sondern radioaktiv. Das bedeutet, ein Neutron im Kern zerfällt nach einer gewissen Zeit in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino. Das Proton bleibt im Kern und wir erhalten nun wieder ein Stickstoffatom. Dieser Prozess dauert allerdings sehr lange. Wenn wir viele radioaktive Kohlenstoffatome beobachten würden, dann würde es im Schnitt 5730 Jahre dauern, bis die Hälfte der Teilchen zerfallen sind. Das ist die sogenannte Halbwertszeit. Der radioaktive Kohlenstoff verbindet sich mit dem Sauerstoff der Erdatmosphäre. Pflanzen nehmen das entstandene Kohlenstoffdioxid über die Blätter auf. Kohlenstoff kommt in anderen Varianten in der Natur vor. Das C12 ist das häufigste. Auch dieses wird als Kohlenstoffdioxid von den Pflanzen aufgenommen, wobei der Kohlenstoff als Bau- und Reservestoff verwendet wird. Das Verhältnis der beiden Varianten ist konstant und beträgt 1 zu 1 Billion. Das bedeutet, auf ein radioaktives Kohlenstoff-14-Atom kommen 1 Billion stabile C12-Atome. Da beide Kohlenstoffvariationen gleichermaßen verwertet werden, ist dieses Verhältnis in der gesamten Pflanze zu finden. Pflanzen sind Primärproduzenten und bilden damit die Grundlage für unsere gesamte Biomasse. Werden die Pflanzen als Nahrung aufgenommen, so stellt sich das Kohlenstoffverhältnis auch dort ein. Prinzipiell weisen alle Lebewesen dieses Verhältnis auf. Zumindest solange sie leben. Stirbt ein Organismus, stoppt die ständige Aufnahme von neuem Kohlenstoff. Das radioaktive C14 zerfällt im Laufe der Zeit und somit ändert sich das Verhältnis. Genau dieses Prinzip macht man sich bei der Radiocarbon-Methode zunutze. Wir kennen das anfängliche Verhältnis von 1 zu 1 Billion und wir kennen die Halbwertszeit. Messen wir nun das neue Verhältnis, können wir mit diesen Angaben das Alter bestimmen. Solche genauen Messungen können mit Hilfe eines Zählrohrs oder eines Massenspektrometers erreicht werden. Wenn euch die Funktionsweise des Massenspektrometers interessiert, dann verlinke ich euch dazu ein Video in der Beschreibung. Schauen wir uns nun ein konkretes Beispiel an. Ein radioaktiver Zerfall lässt sich mathematisch als exponentieller Zerfall ausdrücken. Das bedeutet, wir können die Gleichung y ist gleich a mal b hoch x verwenden und da es sich um einen Zerfall handelt, sollte b kleiner als 1 sein. Der Graph einer solchen Funktion
sieht so aus. Um diese kryptischen Variablen y, a und x zu eliminieren, verwenden wir etwas Sprechenderes wie k für Konzentration, t für die Zeit und für a, das stellt in diesem Fall die Anfangskonzentration dar, da verwenden wir k0. Also schreiben wir auf, k von t ist gleich k0 mal b hoch t. Jetzt könnte man hier losschreien und könnte sagen, okay, etwas wissenschaftlicher ausgedrückt sollte b gleich e hoch minus lambda sein. Okay, kann man mal machen. Also b ist gleich e hoch minus lambda und wir schreiben auf, k von t ist gleich k0 mal e hoch minus lambda. Wir werden im Folgenden aber erstmal nur mit der linken Gleichung weiterrechnen. Was wissen wir? Wir wissen, die Halbwertszeit beträgt 5730 Jahre. Ich finde das immer noch unfassbar, wenn man sich das Ganze vorstellt. Aber mit diesem Wissen können wir schon eine ganze Menge anfangen. Wir wissen, dass nach 5730 Jahren ist der Anteil an Kohlenstoff 14 nur noch die Hälfte. Und die Anfangskonzentration, ja, können wir sagen, das waren 100%. Dafür schreiben wir eine beliebige Zahl, nehmen wir mal die 1. Dann ergibt sich daraus, dass k von 5730 ist 0,5. Klar, es ist die Hälfte von 1, weil k0 ist 1. Und das, ja, schreiben wir einfach mal in unsere Gleichung rein und wir erhalten 0,5 ist gleich 1 mal b hoch 5730. Ja, ich weiß, die 1 brauchen wir nicht schreiben, also 0,5 ist gleich b hoch 5730. Jetzt machen wir etwas Verrücktes, wir ziehen die 5730. Wurzel. Damit erhalten wir 0,99988 gerundet ist b. Und wenn wir das jetzt noch in unsere Ausgangsgleichung eintragen, dann haben wir schon eine ganz tolle Formel. Und die lautet k von t ist gleich k0 mal 0,99988 hoch t. Mithilfe dieser Formel können wir das Alter von beispielsweise Ötzi bestimmen. Als man Ötzi damals fand, betrug die Konzentration von C14 noch 53,3%. Dieses Wissen reicht aus, um sein Alter zu bestimmen. Also, los geht's. 0,533, das ist dann die Konzentration nach der Zeit, ist gleich 1, die Anfangskonzentration, mal unsere magische Zahl, die 0,99988 hoch t. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, diese Gleichung nach t aufzulösen. Aber da gibt es ein ganz tolles Tool, und zwar der Logarithmus. Wenn wir diesen Logarithmus verwenden, ganz gleich, was der Logarithmus jetzt erstmal bedeutet, und wir können es jetzt erstmal nur sehen als eine Taste auf dem Taschenrechner. Das, was wir beachten müssen, ist, dass der Logarithmus es uns ermöglicht, das t nach vorne zu schreiben. Und wenn wir das machen, dann passiert etwas, ja, fast Magisches. Der Logarithmus von 0,533 ist gleich 1 mal t, das t haben wir jetzt nach vorne geschrieben, mal der Logarithmus von 0,99988. Und das können wir ganz einfach nach t umstellen. Die 1 brauchen wir wieder nicht schreiben. Wir teilen einfach durch den Logarithmus von 0,99988. Das schnell in den Taschenrechner eingetippt und wir erhalten t ist ungefähr 5243. Die Angabe ist in Jahren und jetzt müsst ihr noch ein paar Jahre draufrechnen, je nachdem wann ihr dieses Video schaut, denn Ötzi wurde 1991 gefunden. Jetzt noch die versprochene Ehrenrunde für die Mathe-Nerds, denn ich möchte euch auf keinen Fall vorenthalten, was Lambda ist. B ist gleich e hoch minus Lambda. B haben wir jetzt schon fleißig ausgerechnet. Das heißt, wir können auch aufschreiben, 0,99988 ist e hoch minus Lambda. Und jetzt führen wir einfach diesen ganzen Zauber mit dem Logarithmus nochmal von oben durch. Das schreibe ich jetzt einfach das Ergebnis hin und wir erhalten, Lambda ist gleich 0,00012. Und damit können wir eine schöne wissenschaftliche Gleichung aufstellen. Und die lautet k von t ist gleich k0 mal e hoch minus 0,00012 mal t. Schön. Das Verhältnis von C14 zu stabilen Kohlenstoffisotopen variiert. So können natürliche Schwankungen durch Veränderungen der Sonnenaktivität und des Erdmagnetfelds beobachtet werden. Des Weiteren kann ein veränderter Austausch der Kohlenstoffreservoirs einen Einfluss nehmen. Hierzu zählt der Abbau der Permafrostböden und der damit frei werdende stabile Kohlenstoff durch die Erderwärmung. Auch wir Menschen haben einen großen Einfluss. Der sogenannte Süß-Effekt, benannt nach seinem Entdecker, dem Kernphysiker Hans-Eduard Süß, beschreibt den Anstieg der stabilen Kohlenstoffisotope durch die Industrialisierung. Seit ca. 150 Jahren werden vermehrt fossile Brennstoffe wie Erdöl oder Erdgas eingesetzt. Da es sich hierbei um tote Biomasse handelt, die vor Jahrmillionen abgestorben ist, ist darin praktisch kein C14 mehr nachweisbar.
Durch die Verbrennung gelangen somit mehr stabile Kohlenstoffe in die Atmosphäre, wodurch die C14-Konzentration verringert wird. Die Verwendung und Tests von Kernwaffen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat zu einem Anstieg der C14-Konzentration geführt. Besonders die Tests der Wasserstoffbomben ab 1953 zeigten enorme Auswirkungen. Der Anteil des radioaktiven Kohlenstoffisotops C14 in der Atmosphäre verdoppelte sich vorübergehend und auch langfristig blieb er erhöht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann unterstützt mich bitte mit einer positiven Bewertung in Form von einem Daumen nach oben oder einem netten Zweizeiler. Durch euer Feedback lernt der YouTube-Algorithmus und so bekommen auch andere dieses Video angezeigt. Umgekehrt bedeutet das, ohne Feedback verschwindet das Video im YouTube-Dark Web. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann schreibt mir einfach einen Kommentar mit dem Hashtag denkbar einfach. Durch den Hashtag erkenne ich schneller, dass es sich um einen Videowunsch handelt. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit und niemals vergessen, alles ist denkbar.